ist ein weiteres Grab, und zwar das eines Karl Otto Gerlach, was ich auf den ersten Blick gesehen habe. Auch das wird jetzt kurz freigeputzt. Hier ruht in Gott Karl Otto Gerlach, geboren 31. Juli 1889. Oder? 1889. Ja, ich dachte erst 1809, aber hier geht es hier oben rum. 1889 und gestorben. Oh, das ist weggebrochen. 1891 auf jeden Fall, März. Die Zahl lese ich jetzt gar nicht mehr. Die ist leider weggebrochen. 31. Juli 1889 ist erkennbar. 1891 auch. März ebenso. Beim genauen Todestag, da kann man hier bloß mutmaßen. Also hier ruht in Gott Karl mit C Otto Gerlach, geboren 31, hast du erkennen, Juli 1889, gestorben, ja, das kann man sich noch so denken, dass es da steht. Braucht man viel Fantasie, ist wirklich weggebrochen. Im März bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, das passt, aber hier, wie gesagt, die Zahl könnte eine 9 sein. Nee, ich will nicht spekulieren. 1891. Hier in Korytten, heute Korytta, in Ostbrandenburg. Ja, da ist noch ein Spruch, ein kleiner. Ja, den gucken wir uns auch mal an gleich. Den machen wir ein bisschen sauber. Ja, der Text, unten ist er leider weggebrochen. Das ist nicht mehr lesbar. Aber oben lese ich: Kurz war die Sonne deines Lebens, schnell die Reise nach der Gruft, alles, alles und so weiter. Alles, alles war vergebens, ja, und dann fehlt unten was. Auf jeden Fall nochmal ein Motto, ein Zitat, ein Spruch mitgegeben für den Karl Otto Gerlach.